Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dead Rising 3. Wir gehen jetzt rüber und machen die Nebenmission weiter. Hot Dog Disaster ist das nächste Ziel, was wir anvisieren. Und schauen wir mal, dass wir da gut und schnell hinkommen. Oh, hier haben wir noch einen Bauplan. Super Axt. Mensch, dass wir diesen Bauplan so lange übersehen haben. Karte brauchen wir mal eben kurz. So, hinter uns lang. Also sprich hier rum, dort entlang und dann wieder hier runter. Oder? Nee, Quatsch. Wir können ja auch dort lang. Ist ja egal, wie wir es machen. Hauptsache, wir kommen dorthin. Hier haben wir die Barriere. Ach ja, da ist ja unser Fahrzeug noch. Ups. Okay, hat keinen Schaden zugefügt. Und dann fahren wir mal direkt los. So. Dort wollen wir lang. Oh, da haben wir wohl die Laterne umgeschossen. Müssen wir hier hoch? Nee. Müssen wir eigentlich nicht. Oh. Ups. Das war so nicht geplant, aber ist auch in Ordnung. So, wieder alles wegschießen. Hier geht gleich das nächste Fahrzeug hoch. Alles gar kein Thema. Mal eben auf die Karte gucken. Ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Da vorne ist auch schon unser Ziel. Ah! Wieder runter! So, dann halten wir hier mal. Und dann gucken wir mal nach, wer da so am Rumschreien ist. Oh, ein Koch! Hallo, Monsieur Koch. Können wir dir helfen? Redest du mit uns? Jorge? Nein, 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 nein! Mein Wagen! Weg mit dir! Was haben die Monster damit gemacht? Wie soll ich jetzt meine Kostbarkeiten zaubern? So. Den letzten, so. Oh, verdammt! Wo kommst du denn her? Hotdog-Stand. Bloß ein Hotdog-Stand? Signor! Es gibt so viele hungrige Seelen. Ich habe versagt. Ja, sprich mit Jorge. Sie machen wirklich einen mutigen Job. Vielleicht finden wir einen anderen Hotdog-Stand. Ja und nein. Etwas Besseres als einen Stand. Ah, du willst bestimmt den Wagen, oder? Bereitetes Fleisch. Gewürze zum Verführen. Reiter gegen den Hunger. Senor, ich muss in eine Küche. Ja, gut. Dann komm mit. Können wir dir was geben? Ja. Können wir. Was haben wir denn für einen schönen Gegenstand dabei, den wir dir geben können? Eine Nagelkiste? Nee. Eine Schere? Nee. Ja, wir wissen ja, es ist immer am besten, wenn wir einen Schusswaffen geben. Also suchen wir noch mal eben eine, weil ich möchte meine nicht abgeben. Kriegst irgendeine popelige andere Schusswaffe. Ja, und so weit müssen wir. Über 800 Meter. Das klingt immer nach nicht so viel. 800 Meter, fast ein Kilometer. Ach hier, ach nee. Ich würde ihm gerade hier die Piedelpistole geben. Aber das wäre, glaube ich, sehr, sehr dumm. Weil wir damit noch so viel Schuss übrig haben. Die wird ja ewig halten, was das betrifft. So. Schöner Laden, das auf jeden Fall. Aber wenn wir irgendwas zum Werfen hätten für ihn. Zum Schießen, zum Werfen. Wie auch immer. Mal eben kurz gucken. Ach, er will nur dahin. Ja. Komm mit, Jorge. Jorge, komm schon. Komm schon, Jorge. Das schaffst du doch.
Oh, warte mal. Warte mal. Das zählt nicht. Genau. Komm mit, Jorge. Wir latschen da mal eben hin. Komm schon, Jorge. Scheiße! Immer vorsichtig! So, Jorge. Die Mucke ist geil. Da, 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 da. Jetzt komm schon, Jorge. Findest du die Tür nicht, oder was? Was stimmt mit dir nicht? Komm hier rein. Genau. Geh in die Küche. Bastel was. Freu dich darüber. Schön am Doomsday. Habaneras, fein gehackte Zwiebeln. Und Chili-Soße. Salz, Pfeffer, Speck. Mehr Speck. Mehr Habaneras. Beste Schwarz. Olivia. Ja, bist auch irgendwann mal fertig. Ich nenne es den Master Dog. Kein Witz. Wir bringen sie in Sicherheit. Das muss die ganze Welt probieren. Senior hat Geschmack. Meine saftigen Wiener stehen stets zu ihrer Verfügung. Mama. Weg mit euch. So. Oh, 40.000. Das ist doch mal eine Menge. Super Dog. Wird gegessen. George ist bei... Jorge ist beigetreten. Heißt ja nicht George, ne? Hier um die Ecke hat sich was Schreckliches ereignet. Da können wir mal eben hinlatschen, wa? Oh. Ist das direkt hier? Noch ein Stückchen weiter. Ey. So. Oh. Hier in die Gasse. Komm schon. Na. Kommt er nicht durch. Und dann hier. So, jetzt bräuchten wir eigentlich mal eine Waffe für Jorge. Das wäre, glaube ich, gar keine so schlechte Idee, wenn wir eine finden. Wenn nicht, ist aber auch egal. Hier haben wir einen Speicherpunkt. Den wollen wir jetzt nicht haben. Oh, hier. Sieh mal an. Renn. Ja, siehst du wohl. Jetzt geht er gleich in die Luft und dann spawnt er wieder da, wo er spawnen soll. Keine Zeit, keine Zeit. Genau, nicht jetzt. So. Gehen wir mal wieder zum Safe Room, damit wir Jorge loswerden. Ich weiß nicht, ob es falsch ausgesprochen ist. George. Jorge. Keine Ahnung, wie Franzose heißt. Also, der so geschrieben wird. Keine Ahnung. Immer vorsichtig. Bleiben wir auch. Das sind ja meine Freunde. Und betitelst du mal alle als deine Freunde? Das sind nicht deine Freunde, das sind irgendwelche Zombies. Aber wir scheinen sie alle zu kennen. So, Jorge ist noch da unten. Macht gar nichts. Denn gleich ist Jorge hier oben. So. Tschüss, Jorge. Schön, wenn es dir gut geht. Wir haben aber keine Zeit mehr für dich. Jetzt müssen wir dorthin. Nächste Mission. Den Wagen hatten wir da vorne abgestellt. Oh, Mist.
Oh, wir brennen. Oh, hat uns auch nicht viel ausgemacht. Moment. Wir schauen nochmal nach, was wir uns, ja genau, für Attribute geben können. Und zwar, Leben können wir erstmal voll machen. Damit haben wir alles bis auf Level 50. Und als nächsten Attributpunkt behalten wir erstmal bei. Können wir später weiter verteilen. Level 24 hatten wir erreicht. Oder haben wir erreicht. Um in Jetzt-Form zu reden. Oh, na, davon ist unser Wagen. Na, lasst uns durch. Mann, Leute. Will nur hier durch. So. Einmal wieder auf die Karte gucken. Super. Können wir auf jeden Fall durchfahren. Räumen wir das Feld. So, am besten nicht hier reinschießen, sondern einfach durchfahren. Einfach durchfahren, einfach durchfahren. Sonst fliegt uns da nämlich der Laden um die Ohren. Ja. Gut, weiter in die Richtung. Können wir hier einfach durchfahren? Einfach mal durch die Lagerhalle? Machen wir mal, wa? Kann man es natürlich auch machen. Da haben wir irgendwo einen Frank. Steigen wir mal aus. Und dann gucken wir mal nach Frank. Hier soll einer sein. Oh. Weggerammt. Oh. Weg mit euch, Leute. So, einmal hier drauf. Dann können wir hier hoch. Aha. Und dann finden wir hier drinnen einen Frank. Super. Gibt wieder Punkte und wir sind kurz vor Level 25. Latschen wir einmal hier rüber. Wow. Nein. Tschüss. Noch jemanden getroffen, aber wir haben eine Panzerfaust. Oh. Ärgerlich. Na. Lass mich in Ruhe. So. Weg von meinem Auto. Und losfahren. Ich meine, wir sind schon ordentlich am Dampfen hier. Aber bisher kein Problem. Es wird vermutlich noch zu einem werden. Aber im Moment ist alles in Ordnung. Wir fahren wieder hier lang. Na. Der hält so viel aus, der Wagen. Das ist echt super. Aber vor allem auch, weil wir im Vorfeld immer alles wegschießen können und nicht überall immer direkt reinfahren müssen. Was ja Schaden verursacht, weil die Zombies sich da mehr festhalten und da drauf rumkloppen und so. Aber ich glaube, der hält nicht mehr lange. So, hier haben wir wieder ein Ereignis. War unten drunter. So. Steigen wir mal hier aus. Ich glaube, wir müssen hier auch runter. Oh, falsche Richtung. Oh. Verdammt. So war das nicht gedacht. So, da wollte ich rein. Jetzt können wir noch mal gucken. Können wir den Fahrstuhl benutzen? Nee, den auch nicht. Verdammt! Hier hinten kommen wir auch nicht rein. Ach Mann! Ganz wichtig, Mülleimer benutzen.
Oh nein. Gut, wir müssen hier irgendwie nach unten. Oder dort auf den Tanker und dann hoch. Oh, komm schon! Komm schon, Nick, lauf! Kommen wir hier in die Tiefgarage? Ich glaube nicht, ne? Okay. Oh, doch. Sehr schön. Oh, lass uns in Ruhe. Sehr, sehr schön. Dann können wir gleich in diese Richtung gehen. Sprotflinte und ein Maschinengewehr. Das ist ja super. Waren wir hier schon gewesen? Kommt mir so bekannt vor. Du wimmernder, nutzloser, feiger Hundesohn. Hey Kumpel, wo ist das Problem? Es gibt Schwierigkeiten. Ich kann einen Dreck schützen, wenn meine Ausrüstung im Waffenarsenal weggeschlossen ist. Ja. Gibt es einen Schlüssel? Klar, den Schlüssel hat der Feigling, der sich verpisst hat. Ihm ist unsere Stadt egal. Die Leute sterben dort draußen, verflucht. Wenn wir hier nicht reinkommen, finden wir das, was du brauchst, vielleicht woanders. Was suchst du denn? Oh, Dwayne. Gut, ich bleibe hier, falls jemand auftaucht. Ich brauche eine Granate, eine Pistole und einen Kampfanzug. Jetzt müssen wir eine Granate, eine Pistole und einen Kampfanzug bringen. Na toll. Ach so, Polizeischild. Polizeischild, Pistole und... Ja, okay. Und, nee, du bist es nicht. Ist da hinten das traurige Schicksal drinne? Blendgranate. Hm. Ja, dann schauen wir mal nach, wo wir deine Utensilien finden. Dürfte ja nicht so schwer sein. Liegt hier vermutlich wieder alles so rum. Oder auch nicht. Schusswaffe? Naja, das ist nicht gerade eine Pistole, aber... Das könnte für Dwayne passen. Genau. So sehe ich das auch. Da haben wir eine MG. Ob ihnen auch ein Maschinengewehr recht wäre? Wir haben jetzt natürlich nicht so viel Platz im Inventar. Alles vollgepackt haben. Hier. Wow, sieh mal einer an. Genau sowas brauche ich, Mann. Was hältst du davon? Besorg mir eine Granate, eine Pistole und einen Kampfanzug. Dann okay, er will eine einfache Pistole haben. Ich hätte ihm gerade eine vernünftige Waffe geben können. Also eine, die weit stärker ist als eine Pistole. Aber er will eine Pistole haben. Dann soll er seine Pistole bekommen. So, schauen wir hier mal. Was haben wir denn, wenn wir hier nach oben gehen? Polizeistation? Da sieh mal eine an. Da haben wir eine Pistole. So. Aber ich will nicht wieder so eine Waffe wegwerfen, obwohl doch, ist egal. So, Pistole. Jetzt brauchen wir noch eine Granate. Nimmt man die Sachen immer so in unmittelbarer Umgebung? Das wäre natürlich echt super. So, die machen wir mal auf. Irgendjemand hier, der mit Granaten um sich wirft? Hm. Nicht ganz so den Anschein. Höp. Na. So, da ist wieder ein blanker Kopf. Blanker Maske, Skeletor-Maske. Weiß gar nicht, was das Skelett darstellen soll, aber ist ja auch egal. Leuchtpistole. Da sind wir wieder hier. Naja. So, dann gehen wir mal wieder runter zu Dwayne The Rock Johnson. Und bringen einfach mal eben die Pistole. Ups.
Da hinten müssen wir hin. Und dann bin ich mal gespannt, wo wir seine Granate herbekommen. Hier, kannst du haben. So, ganz kurz einen Augenblick, Leute. So. Entschuldigung. Musste mal eben kurz antworten. Kommt aber ja auch nicht so häufig vor. So, jetzt brauchen wir noch eine Granate. Du hast die bestimmt. Du hast eine Granate. Und da wir davon überzeugt sind, haben wir dich gerade vermöbelt. Dort nicht. Hier nochmal hoch. Hätten wir auch noch ein Polizeischild gehabt. Machen wir hier nochmal auf. Hallo. Tja, wir werden immer stärker. Keiner, der hier eine Granate hat? Hm. Aber wir waren hier auf jeden Fall schon. Hier hatten wir doch den Kampf gehabt. Was? So. Ich darf auch gerne mal einen Bumm rumliegen. Großbumm. Granate. Granate, wo bist du? Oh, was brennt denn da? Warum brennt das da? Das sieht ja seltsam aus. Naja, auf jeden Fall brennt das Revier. Hurra, hurra, die Schule brennt. Na? Warum bewahrt ihr sowas nicht in der Cafeteria auf? Das ist so perfekte Mittel, um mal eben die Dosen Ravioli aufzubekommen, oder? Ach, schade. Gut. Genug gesehen. Hallo, Freunde. So, ihr habt auch keine Handgranaten. Und da noch rein? Nö. Da kann man vermutlich auch nicht raus. Ne. Hm. Seltsam. Ist hier noch was drin? Nö. Da auch nicht. Da auch nicht. Hier auch nicht. Dort auch nicht. Dort auch nicht. Mensch. Verstecken die Dinger denn? Ach, schade, ich dachte gerade. Aber nee, hier ist auch nichts. Hm. Quatsch. Hast du davon? Tja, wenn wir jetzt mal so einfach eine Granate finden. Wir haben kurz gucken, läuft uns die Zeit schon wieder weg? Nö. Wir haben noch genug Zeit. Um für Dwayne eine Granate zu finden. Wir sind zwar hochexplosive Sachen, aber keine, doch. Ja, das ist nur ein Benzinkanister. Ach, schade. Hab mich schon fast gefreut. Oh. Kaputt machen kann man's? Na? Habt ihr doch gerade eine geklebt. Drauftreten. Genau. Machen wie bei Dead Space. So, wird einfach weggetreten. Hm. Nur ein Fass, was explodieren kann. Tja, der Einsatzwagen, der ist wohl zu. Und hier in den Kofferraum? Nö, da auch nicht.
Leute, wo versteckt ihr denn die Granaten? Auch nichts drinne. Hier sind wir auch schon lang. Haben wir da vorne denn reingeguckt? Ich glaube nicht, ne? So. Hier haben wir doch noch so eine Art Waffenkammer. Frank. Ja. Ernsthaft? Polizeihut. Yeah. Das geht. Naja, nicht wirklich. Sieht ein bisschen aus wie eine Kostümierung, die man in bestimmten Etablissements benutzt. Das ist, nimm doch nicht die Hand auf, du sollst die Tür öffnen. Mit der Hand. Braucht doch keiner. Also, jetzt nicht mehr. Armeejacke. Nee. Oh, Experte. Errungenschaft freigeschaltet. Oh, da haben wir neue Schuhe. Ja, die gefallen mir. Ich bin mir nicht so sicher. Wie? Nicht so sicher? Oh, die klingen schon mal ganz anders. Das kann doch nicht wahr sein. Irgendwo muss da eine olle Granate rumliegen. Immer wenn man die Sachen braucht. Immer dann. Geht auch keine andere Granate? Nö. Oh. Entschuldigung. Musste mal eben durch. Ich suche eine blöde Granate. Ha, Trottel. Nein. Das sah so toll aus, wie die da gerade runtergefallen kam. Ernsthaft? So, jetzt aber. Auch keine Granaten. Hm. Ey, sonst liegen die an allen Ecken und Enden rum. Jetzt nirgends? Polizeiwagen kann man nicht öffnen. Hier auch nichts. Da ist nur was zu essen, beziehungsweise zu trinken. Ah, endlich. So. Jetzt rein da. Mann, Mann, Mann. Ewig gesucht. Immer dieses willkürliche, such uns mal das und das zusammen. Naja, wenigstens haben wir jetzt alles beieinander. So, Dwayne, ich hoffe, dann hast du jetzt alles. Hier, nimm. Wow, sieh mal einer an. Genau sowas brauche ich, Mann. Das ist schön. Alles klar. Meinst du, das reicht, um den Job zu erledigen? Da du gerade fragst, Kumpel. Ich vermisse Old Gertie. Wer ist Old Gertie, deine Frau? Zur Hölle, nein! Die Stadt ist meine Braut. Old Gertie ist eine miese alte Schrotflinte, die immer gerecht ist. Hab sie beim Ausbruch verloren. Wenn du einen Ersatz findest, kann ich gegen alles bestehen. Ja, gut. Wir holen dir eine olle Schrotflinte. Zum Glück haben wir die noch nicht verwendet. Das könnte für Dwayne passen. Ja. So. Hey, sieh dir das an. Old Gertie 2.0. Was meinst du? Danke, Bruder. Aber ich denke, wir sollten ihr einen neuen Namen geben. Zum Beispiel Klein Duck. Ach, klar. Schade, dass wir das Waffenarsenal nicht aufkriegen, um ihm was zum Spielen zu besorgen. Der Sohn des Bürgermeisters hat den Schlüssel. Ich liebe diese Stadt. Sie darf nicht brennen. Versprich es mir. Wenn du diesem feigen Mistkerl begegnest, zahlst du es ihm heim. Aber richtig. So, 40.000 gibt's dafür wieder.
Dadurch hat sich das natürlich wieder gelohnt und wir können uns wieder auf den Weg zur Hauptmission machen. Sehr schön. Oh, Dwayne ist beigetreten. Oh nein. Hallo, Dwayne. Schön, dich kennengelernt zu haben. Wir legen dich gleich ab. Du kommst ins Inventar. So, mal eben kurz gucken, wo haben wir hier den... Da, das Safehaus ist rechts. Dann gehen wir da mal eben hin. Dort entlang. Da. Höp. Da ist die olle Karte. Und, wo bist du? Da. Ciao, Drain. Und plupp, ist nur noch eine Schrotflinte übrig. Danke, Dwayne. Da hat er sich einfach in Luft aufgelöst. Wo haben wir denn... Ach, Schiete. Wo haben wir denn unser Fahrzeug geparkt? War das hier vorne irgendwo? Ich glaube schon, ne? Ich meine dort. Ja, da haben wir es geparkt, weil wir da hin wollten. Aber vielleicht... Mal gucken. Da irgendwie rüberkommen. Irgendwie aufs Polizeigebäude oder irgendwie an der Seite rüber. Schauen wir da mal nach. Dort entlang. Hier kurz wieder raus. Da mal eben rum. Da vorne haben wir noch wieder einen Bauplan. So, mal gucken. Vielleicht schaffen wir es ja mit einem langen Sprung. Höp. Jawohl. Bauplan. Aha. Können eine Drohne basteln. Das ist ja auch schön. Oh, toll. Da liegt auch eine Granate. Ganz super. So, wo ist das Schicksal? Da haben wir sich. Es muss dort stattgefunden haben. Jetzt frage ich mich, ob wir da aufs Dach müssen. So. Wenn wir da hin müssen. Einmal kurz reinzoomen. Wie kommen wir dorthin? Ist das im Waffenlager oder... Ist auch nicht. Verdammt! Nein! Was denn? Was hast du denn? Warum regst du dich so auf? Ist doch nichts passiert. Oh! Oh, drüber! Da haben wir noch eine Frank-Statue. Jetzt haben wir schon 33 von 70 gesammelt. Das ist natürlich auch eine coole Sache. Lauf, Nick, lauf! Wohin denn? Und warum? Nee, die werfen wir eben weg. So. Wird wieder gebastelt. Yo. So, können wir die wieder mit aufnehmen? Zufrieden. Und dann holen wir uns unser Fahrzeug wieder, weil wir finden ja den Platz irgendwie nicht, wo da was stattgefunden hat. Also hier ist nichts zu finden. Sprich, das bedeutet, es müsste hier irgendwie unten drunter sein. Und dort aus kommen wir nicht drunter. Wir können ja nochmal eben ums Gebäude rumgehen. Dort kommen wir auch nicht rein. Naja. Zum Drumherum gehen ist das Gebäude leider zu groß. Oben rein kommen wir, so wie es aussieht, auch nicht. Nee. Polizeistation, da können wir rein. Aber ich weiß nicht, ob wir da hoch können, um den Flur durchzugehen. Ging es hier nach oben? Oder einfach nur nach unten? Nö, hier geht es nur nach unten. Eben kurz gucken, ob hier noch ein anderer Weg ist. Dort war keiner. Hier auch nicht. Gut, das ist wohl die Sekretärin. Die da fröhlich ihren Job weiter nachgeht. Achso, nee, das ist nur eine Zelle. Haben keine Zeit dafür. Mensch, sei doch nicht so. Gut, dann einfach wieder hier raus. Ja, los.
So. Generell sind wir hier gerade vor dem Gang. Aber wir können da nicht durch. Hier irgendwo? Ja, wir kommen hier auch nicht aus dem Fenster. Dort auch nicht. Auch nicht. Vor allem brennt es da vorne. Hm. Tja, wir können hier wohl auch nicht einfach aus dem Fenster aussteigen. So gern ich es wollte. Das ist nicht vorgesehen. Aber gar kein Problem. Keine Zeit. Geh mal weg. Genau. Ja, da lang war schon richtig. Und unten durch. Gehen wir einfach nochmal wieder unten durch. So. Da rein kommen wir ja jetzt trotzdem nicht. Aber das ist kein Problem. Hier soll noch irgendwo ein Bauplan liegen. Hier? Stockwerk höher, ne? Hier kommen wir nicht an den Bauplan ran. Gehen wir hier einfach mal vorbei. Liegt der einfach hier auf dem Truck oder was? Ja. Tatsächlich. So, jetzt kommen wir aber immer noch nicht da oben drauf. Naja, gar kein Problem. Wir holen uns unser Panzerfahrzeug wieder. Los geht's! Oh Mann. Und fahren mal weiter in Richtung Mission. Oh, was ist denn da in die Luft gegangen? Ups. Wir machen hier aber ordentlich Gewitter. Naja, solange der Wagen noch hält, ist immer alles super. Kommt gut durch, wir kommen gut durch. Der hält wirklich ewig lange. Der ist auch schon ewig lange am Rumqualmen. Muss man ja dazu sagen. Unten drunter. So, einmal runter. So. Da sind wir. So, finde das Benzin. Welches Benzin? Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht, welches Benzin, aber wir werden es wohl hier irgendwo finden. Sollte ja nicht das Problem sein, wobei der Bereich hier ziemlich freigeräumt aussieht. Das könnte eine Kampfarena sein. Ich bin mir nicht sicher, aber wir finden es beim nächsten Mal heraus. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dead Rising 3. Ciao!